Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Im letzten Part sind wir hier im Skulltihaus angekommen, mal wieder. Und ich hoffe, dass wir das vielleicht 100% clearen können jetzt. Denn das ist natürlich dann auch einfach ein... ja, ein Ort voller Schätze, ne? Dementsprechend wäre schon geil, wenn wir das irgendwie auf die Ketten bekommen. Hier oben haben wir, glaube ich, genau, überall diese Nüsse. Die müssen wir auf jeden Fall wegschießen. Da sind potenziell... Alter, zweimal daneben geschossen? Das ist ja unfassbar. Da sind potenziell Skuldis drin. So, also die Animation hätte ich jetzt nicht bei jedem gebraucht. Tatsächlich. Aber gut. So, ich hatte ganz kurz überlegt im letzten Part, ob ich das überhaupt beenden kann, weil dem müsste man ja, glaube ich, den Song des Erwachens oder so vorspielen. Aber man kommt da ja auch andersweitig hin. Das ist ja nur, um da auf die nächste Etage hochzukommen. Macht's ein bisschen einfacher, aber hey. Das kriegen wir auch so hin. Die Felsmaske. Sehr gut. Aber für Ocarina of Time. Was nützt mir denn die Felsmaske für Ocarina of Time? Dann kann ich einfach rumrennen. Dann kann ich, bin ich einfach unsichtbar. Felsmaske für Ocarina of Time, Alter. Was ist denn nur los? Dann bin ich unsichtbar. Aber würde mich mal interessieren, ob mich die Gegner da nicht mehr angreifen. So, genau. Da oben haben wir dann noch eine Skulltie. Hier sind halt noch die ganzen Skulltis in den Erbsenlöchern drin. Da muss ich aber erstmal kurz gucken, wo es hier Käfer gab. Ich glaube, ich nehme den hier. Dann habe ich auch den Boomerang-Effekt, ne? Das müsste ja funktionieren. Ja, wenn ich halt richtig ziele. Ja, geil. So, da oben haben wir auch eine. Was hat die Schönes? Ein rotes Elixier. Ja, das ist doch nicht schlecht. Für Ocarina of Time. Wow. Super. So, wir haben halt den Enterhaken noch nicht. Enterhaken wäre auch super wichtig dafür eigentlich. Oh, sehr gut. Kommt zu mir. 5 Rubine. Okay. Ja, da in der Mitte können wir jetzt noch nicht durch. Da müssten wir von da oben irgendwie kommen. So, der zweite Tag ist angebrochen. Aber alles kein Problem. Genau, von hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Ich glaube, hier in den Kisten hat man schon alles, oder? So, die Bombenmaske würde ich mal kurz mit ausrüsten. Ah, auch Erbsenlöcher. Ich brauche Käfer. Die Käfer kriege ich, glaube ich, da in der Mitte, ne? Ja. So, hier ist nichts weiter. Hallo, Link. Also, ja, die Felsenmaske für Ocarina of Time. Ich weiß ja nicht, ob man die braucht. Aber gut. Ist halt so, ne? So, warte mal, da war jetzt... da ist so ganz eklig unter der Wand. Hier oben irgendwo noch was? Nö. So, ich springe kurz hier hin. Und den... zack. Ah, sogar ein Original-Token, okay. Sehr schön. Das 36. Token ist das. So, alle hopp. Und dann sind wir jetzt auch in der nächsten Etage. Hier ist auch nichts mehr weiter. Ja, wir müssten jetzt theoretisch mal ein paar Käfer holen. Das wäre echt wichtig. So, haben wir hier noch irgendwas? Wir machen das jetzt erstmal in aller Ruhe fertig hier, das Skulltihaus. So, hier oben.
Oh. Na, Fee. Wunderschön. Braucht keiner. Zack. Oh, ein Lied. Das ist geil. Mal gucken, was es ist. Ja, jetzt möchte ich noch irgendwie meinen Bumerang geworfen bekommen. Warte mal. Vielleicht funktioniert das so ganz gut. Damit kann ich besser zielen, ne, wenn ich so mache. Jo, da haben wir. Eponas Song für Majora's Mask. Ah, das heißt, wir können jetzt direkt Epona rufen, ne? Das müsste, glaube ich, möglich sein. Zack. Das ist gut. Das eröffnet auf jeden Fall neue Quests. So, dann hätten wir das jetzt einmal. Dann mache ich mir kurz einen Dekenkerl. Und dann gehen wir mal kurz auf die andere Seite rüber. Ba, ba, ba. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, das sind jetzt nur noch die, die wirklich in den Erbsenlöchern drin sind. Ich hoffe es zumindest. Ba, ba, ba. Hier oben sind auch nochmal Erbsenlöcher. Ah, shit. Ja, das wird nochmal nervig. Oh gut, so, hier oben. Genau, jetzt kann ich nämlich doch rüberfliegen. Die Hammer. Die eine muss ich jetzt auch abschießen. Da haben wir nämlich das alles umgangen. Guck mal, die kommt sogar runter. 20 Rubine, wunderschön. Und dann kommen wir jetzt hier nämlich in den Raum rein. Und da können wir sogar einen Schalter aktivieren. Und kriegen eine Leiter. Ja, super. Also ich glaube, wir können ja alles abschließen. So. Dann kann man nämlich mit einem gewagten Sprung darüber springen. Das ist auch ganz komisch gemacht irgendwie. Aber ich glaube, es ist der Sinn der Sache, oder? Dass man das so macht. Mit dem Sprung darüber. Oder wie ist das normalerweise gedacht? Habt ihr da andere Ideen, wie das normalerweise funktionieren soll? Ich denke, so halt einfach. Am besten noch mit den Hasenohren schön. Zack. Wow, das war natürlich dumm. Ich höre hier noch irgendwas krabbeln, oder? Ach, hier oben sind wieder Nüsse. Da hole ich nochmal ganz kurz meinen Bogen raus. Obwohl ich jetzt auch nicht mehr so viele Pfeile habe. Zack. Ja, sind wir schon wieder bei 8 Minuten. Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. So. Da haben wir das. Und halt in den Erbsenlöchern sind auch noch welche. Theoretisch. Okay. Fabelhaft. Ah, die haben wir schon gekauft. Das ist ärgerlich. Ja, ne, die haben wir schon. Warte mal. Ach, das kann man gar nicht markieren, ne, oder? Ich sehe es zumindest gerade nicht. Nö. Aber die haben wir schon. Wir können uns schon weiß anziehen. Wir haben schon unsere weiße Weste. Okay, dann einmal den hier machen. Und hier gibt es jetzt auch nochmal ordentlich was zu holen, auf jeden Fall. Vor allem auch Flaschen mit Käfern. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, wie viele man davon braucht. Aber ich mache erstmal voll. War hier nicht irgendwo noch einer? Oder hat er sich verbummelt? Ich glaube, der Käfer hat sich... Nee, hier sind noch welche. Die spawnen immer wieder neu. Wunderschön. So, und ich glaube, wenn man jetzt hier gegen den Baum rollt, kamen da auch nochmal welche runter. Nicht? Doch, natürlich. Boah, wie viele halt auch, ne? Master Key für... Ganons Boss Key haben wir gefunden. Es gibt zwei. Ne, das. Cool. Und Bombentasche für Majora's Mask. Sehr schön. Dann können wir auch das Minispiel jetzt auf jeden Fall offiziell machen. Cool. Das freut mich.
So, dann schießen wir mal kurz mit dem Bogen noch die letzten Dinger darunter. Da sind vielleicht jetzt auch noch mal ein paar drinne. Und dann haben wir das ja auch schon fast komplett hier. Dann fehlt ja nur noch das Erbsenzeug, ne? Theoretisch. Das Erbsenzeug und dann sind wir auch schon durch. Wir haben tolle Items bekommen. Haben wir alles? Nee. So, okay, jetzt müssen wir hier nochmal. Rubine. Oh, 50 Rubine, ja, okay. Geld ist gut. Und noch ein Key. Auch Ganon. Alter, was? Okay, jetzt ist still. Alles klar, das wäre es dann hier gewesen. Dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt direkt wieder hier rüber. Und kommt hier jetzt auch eine raus? Man hört halt nichts. Aber wir versuchen es einfach mal. Da kann ich auch nichts machen. Da ist direkt Animation. Die Käfer kann ich hier wie in Ocarina of Time nicht einfach wiederholen. Okay, hier kriege ich einfach noch Pfeile. Ich glaube, es ist wirklich nur bei denen, wo man es hört. Aber wir haben Pfeile wieder bekommen, also hey. Ist auch voll in Ordnung. Kann sein, dass die nur in der Haupthalle sind vielleicht. So, okay. Wir hatten den jetzt. Dann machen wir mal hier kurz den. Müsste ja auch funktionieren. Also, geile Items, muss ich sagen. Hat sich gelohnt, das zu machen. Und wir konnten es halt fast abschließen. Wir brauchen theoretisch ja nur noch den Hauptpreis dann später holen. Sobald es geht. Ah. Hey, den... Nee, das ist der für die Hexe. Sehr gut. Okay. Muss ich mir merken. Ich war kurz verwirrt. Aber das ist der für die Hexe, ja. So. Dann haben wir oben noch einen. Dann haben wir es doch auch schon, oder? Okay. Der war zugehörig zu hier auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich hole mir noch kurz noch mal ein paar Käfer. Einfach auf aus Nummer Sicherheit. Also hier höre ich halt gar nichts mehr. Also ich denke, hier sind wir fertig. So, zack. Und ich würde sagen, wir gehen dann... Ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig. Da würde ich nochmal schnell bei dem Bürgermeisterhaus vorbeigehen und hoffen, dass da die Mutter von Carfire rumsitzt. Dass wir der vielleicht noch ein Item abluchsen können, aber ich glaube, ich schaffe das schon wieder nicht. Das ist schon wieder zu spät. Am dritten Tag ist dann, glaube ich, auch zu spät, oder? Da muss ich das auch nicht mehr machen. So, hier war, glaube ich, auch nichts weiter los. Hier hört man aber auch nichts mehr. Hier sind wir, glaube ich, durch. Hier ist, glaube ich, auch nichts drin. Ich mache trotzdem mal aus Nummer Sicherheit. Oder einfach, um sicher zu gehen. Aber ich glaube, hier sind auch nur Pfeile oder so drin. Ja, 5 Rubine. Das hat sich nicht gelohnt, okay. So, dann gehen wir nochmal hoch auf die andere Etage. Und ich glaube, da kriegen wir jetzt die letzten Käfer. Oder die letzte Spinne. In dem einen Erbsenloch. Dann könnten wir es vielleicht ganz knapp vor 6 Uhr noch schaffen. Ich weiß halt nicht, wie lange die da ist, die Oma. Die Mutter. Ja, ich höre es hier auf jeden Fall noch. Das müsste jetzt... Sollte jetzt die letzte sein.
Fabelhaft. Und mit Epona können wir jetzt auch an den Strand. Offiziell. Und da könnte man auch ins Skulpturhaus gehen. Ich weiß gerade nicht. Oh, cool. Und das Fass bekommen. Das Powder-Gag. Ist halt jetzt die Frage, ist das jetzt... Kann ich damit jetzt offiziell... Na gut, nützt mir eh nichts, bin ja kein Corona. Na egal. Cool, Leute. Also wir haben ein paar schöne Sachen bekommen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das hier zu bestreiten. Und ich guck mal, ob ich jetzt noch vor 6 Uhr, bevor Nacht wird halt, schnell zur Mutter von Carfi komme. Es wird knapp. Wir geben unser Bestes. Denn ich wette mit dir, die sitzt halt nur tagsüber da. Und nachts über chillt die zu Hause. Ja, das wird knapp. Aber könnte noch was werden. Wir schauen mal. Mit etwas Glück können wir dann halt noch ein Item abgreifen. Man kriegt ja die Maske und einen Brief. Normalerweise. Das heißt, zwei Items. Die hier komplett random sind. Jo, schnell. Ich hoffe, es ist noch da. Und ich hoffe, es geht nicht nur am ersten Tag. Hi. Ja, es funktioniert. Okay. Das Kultula-Token und... Okay, man bekommt erstmal nur eine Sache. Kann es sein, dass man die Maske erst später bekommt? Muss man erst den Brief abgeben und dann bekommt man die Maske? Oder bekommt man die gleich? I'm not sure. Okay, aber wir haben das erstmal abgeschlossen. Das sollte soweit passen. Okay, cool. Dann könnte man theoretisch das auch mit der Hexe jetzt mal machen. Da hattet ihr gesagt, das soll ich auch mal probieren. Also quasi mit Kumo und Kotake, ne? Wenn die im Wald sind. Die eine Hexe geht die andere Hexe ja dann suchen. Und dann kann ich theoretisch, wenn ich die eine Hexe angesprochen habe, der anderen Hexe sagen, dass die verletzte im Wald liegt. Und dann gibt die mir theoretisch auch die Flasche mit dem roten Elixier. Was dann ja ein random Item ist. Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wo der Hexenladen ist. Sollte das vielleicht funktionieren. Das probieren wir jetzt nämlich nochmal schnell aus. So. Da, 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 da. Genau, da geht die Hexe nämlich jetzt auf die Suche. Ah, so, nochmal einen schönen Schluck Kaffee getrunken. Jetzt ist er alle wieder. Ich bin traurig. Was war bei ihr im Haus drin? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich vergesse ständig die Gebäude. Ich weiß, die Lady Makoros macht sich da eine fette Liste. Aber ich weiß ja immer vor Beginn nicht, was, ja, was wo drin ist. Ich sag mal, ich will jetzt ja auch nur mal kurz spielunken. Ich will jetzt nicht... Ich suche ja nicht speziell irgendetwas. Ach, das Goron-Race. Ja gut, das nützt mir natürlich nichts. Kann man da einfach am dritten Tag hingehen? Nee, da muss man auch den Tempel abgeschlossen haben, ne? Ja, das ist krass, dass das Goron-Race da einfach drin ist. Das ist auch mega krank einfach. Irgendwie. Schon, ne? So, Hexe ist jetzt am Suchen. Warte mal, was war hier drin? Ich will nur mal kurz über reinchecken, ganz kurz. Nichts Wichtiges. War mal schon. Aber war mal Jaws Mask. Ja? War der noch hier, Dafe? So, auf jeden Fall würde ich das nochmal kurz machen. Ich rede mal kurz mit der Hexe, sag, will wissen, dass die quasi krank ist oder geschädigt ist. Und dann sagt man das der anderen Hexe. Und dann hoffentlich kriegen wir ein Item. Das ist der Plan jetzt dahinter. Aua. Also ich verstehe immer, wenn die sprechen, die Schildkröten Gangbang. Wie ist das bei euch? So, hallo.
So, ich habe keine Energie, aber wir haben es aufgenommen, dass er verletzt ist. Jetzt gehen wir raus und jetzt reden wir mit der anderen Hexe. Und dann kriegen wir hoffentlich noch ein random Item. Das war ein ganz guter Plan von euch. Juh. Und dann machen wir im nächsten Part weiter und dann würde ich nochmal ein paar Tingles aufsuchen. Hallo. Kann ich nicht mit dir reden? Doch jetzt. Muss er anvisieren. Dann landet sie. Okay. Ja. Haha. Alter. Wie gemein. Jetzt hau die einfach wieder ab. Okay. Interessant. Bang, bang. Okay, Leute. Das war's dann auch mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben jetzt erstmal so den Sumpf erstmal so abgeschlossen, glaube ich. Mir fehlt halt noch das Lied des Erwachens, ne? Dann können wir hier richtig loslegen. Aber theoretisch könnte ich auch mal den Affen so besuchen. Dann haben wir nämlich den Abschnitt auch schon mal abgeschlossen. Weil der gibt mir bestimmt auch einfach ein random Item. Den könnte ich theoretisch auch mal besuchen. Wollen wir das noch machen im nächsten Part? Schnell einfach mal zum Affen. Ich glaube, das... Ja, ich glaube, das möchte ich mal machen. Den Rest haben wir ja schon alles abgeschlossen. Aber ich habe aktuell keine Wundererbsen. Ich glaube, das ist... Ich komme mit Wundererbsen zum Affen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist das Problem aktuell. Da muss ich mal gucken, weil irgendwo in Ocarina of Time war, glaube ich, der Erbsenhändler. Das müssen wir nochmal herausfinden. Okay, ansonsten, hier sind wir erstmal soweit durch im Sumpf. Denke ich. Hier haben wir alles. Da waren wir schon. Ja, okay. Ich gehe mal kurz noch nach Termina oder auf die Overworld. Und dann im nächsten Part würde ich sagen, gehen wir mal in die Berge. I think. Da können wir auch in den Laden und so reingehen. Da können wir mal ein bisschen gucken. Wir gehen dann mal in die Berge. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.